Er ist gebürtiger Amerikaner, Opernsänger. Als solcher lebt er mit seiner Familie in Deutschland. Und er bringt mit Ende 50 seine erste Solo-CD raus. Eddie Gaunt, herzlich willkommen auf der Musikcouch. Danke, Tobias. Schön, dass du da bist. Ja, freue mich. Ich habe erwähnt, du bist Opernsänger, aber eigentlich hast du was ganz anderes gelernt. Du bist studierter Gesangs- und Musiklehrer. Ja. Wie kommt man vom Musiklehrer zum Opernsänger? Wie war das bei dir? Das war ein langer Weg. Nein, ich habe ein Stipendium bekommen nach Wien von der Rotary Club und sollte 10 Monate in Wien bleiben. Und da, als wir da waren, gingen andere Geschichten los und ich musste dann was suchen, für meine, um meine Frau zu ernähren, und habe dann vorgesungen bei der Staatsoper in Wien und dann habe ich eine Anfängerstelle in der Staatsoper in Wien bekommen. Aber es war Gottes Führung und es war, jeder hat gesagt, das kriegst du nicht, weil du keine Beziehung hast. In Wien läuft vieles über Beziehungen und meine Bezugsperson war Gott und da habe ich dann diese Stelle bekommen, ja. Mhm. Und dadurch. Das heißt, du hast aber schon auch vorher singen gelernt bei deiner Ausbildung? Oder man geht da nicht einfach irgendwo hin singen? Wir sangen zu Hause, aber Country and Western und viel Gospel. Ich bin in einer kleinen Baptistengemeinde. Ich war mit 14 der Chorleiter von unseren 4 Leute im Chor. Und habe dann viel auch bei der Arbeit am Bauernhof gesungen und war immer ein bisschen laut. Meine Mutter sagte, man könnte dich über den Traktor hören, wenn du reinfährst, wenn ich singe. Und ja, dann an der Uni habe ich einfach weiter studiert und Gesangsunterricht genommen. Ja, hat das deine Frage beantwortet? Ich weiß nicht. Ja, hat sie beantwortet. Okay. Wann hast du dich denn eigentlich das erste Mal dann so richtig als Opernsänger bezeichnet, wenn du das so in dem Sinne ja nicht wirklich gelernt hast? Gab es da so einen Moment, wo du sagtest, oh, ich glaube, jetzt bin ich's? Ja, das war erst in meine 5. oder 6. Jahr engagiert in Karlsruhe, wo ich sagte, ich glaube, jetzt bin ich Opernsänger. Ich mache das seit 6 Jahren und ich habe immer gedacht, das ist irgendeine Phase und ich gehe durch und werde irgendwas anders machen, aber dann bin ich Opernsänger geworden. Du hast dich damit beschäftigt. Irgendwann wirst du wahrscheinlich auch eine Liebe dafür gehabt haben. Was reizt dich an der Oper? Diese großen Orchester, dieses Gefühl, wenn man singt, diese Gefühle mit Orchester, wie das, es klingt einfach super. Aber ich finde, es ist irgendwas, was man live erfahren muss. Das kann man nicht so über ein Radio oder über eine CD. Man muss irgendwann rein und dieses über sich gehen lassen, mit 100 Mann Orchester und dann 80 Chorleute und dann die Solisten. Das ist einfach ein tolles Gefühl, finde ich. Wenn so eine Oper rum ist, dann kommt der Applaus, dann kommen vielleicht auch Kritiken nach der Premiere. Mhm. Was bedeutet dir der Applaus am Ende? Was bedeuten die Kritiken? Das hat sich über den Jahren ein bisschen geändert. Am Anfang, ich glaube, das ist meistens bei den jungen Künstlern, in diesen Branche, ich würde nicht sagen von den christlichen Branchen oder was anderes, also christliche Sänger in Kirchen, aber wo wir, Applaus war mein als junge Künstler Zeichen, ob ich richtig Erfolg hatte oder nicht. Und man lernt über den Jahren, eigentlich eine Rolle wird applaudiert und nicht unbedingt die, wie man es gemacht hat. Das heißt, die größeren Rollen werden mehr Applaus kriegen, die kleineren kleinere Applaus kriegen. Und man lernt, das ist nicht, wie ich angenommen bin als Künstler. Es ist einfach, es ist, wie die Rolle dargestellt ist. Und wenn es eine große Rolle hat, hat man mehr Applaus. Und wenn es eine kleine Rolle hat, hat man weniger Applaus. Mhm. Und es ist eine Freude, das zu haben. Aber ich lebe nicht davon. Das ist einfach, das ist ein Teil der Aufführung sozusagen. Mhm. Trotzdem, man ist ja auch gern erfolgreich. Woran misst du denn für dich, ob du erfolgreich warst oder nicht? Oh. Oder denkst du da so gar nicht drüber nach? Ich denke wirklich nicht drüber nach. Mhm. Ja. Ich wollte, meine Mutter hat gesagt, irgendwann, wir saßen in einem Wohnzimmer und haben Fernsehsendungen angeguckt und sie sagte, wäre es nicht schön, einfach ein Geld zu verdienen mit Singen.
Und das blieb mir im Kopf. Ich war wahrscheinlich 10. Ich dachte, oh, wäre das toll. Und dann plötzlich hat Gott mir die Gelegenheit gegeben, das zu machen. Mhm. Und so, ich freue mich, wenn ich auf der Bühne stehe und dass ich unsere Familie unterstützen kann mit meinem Verdienst. Aber Erfolge in dem Sinne, man müsste eine Agentur haben, man musste irgendjemand, dass die größeren Opernhäuser und die richtigen Orchester und richtige Dirigenten, um da eine Welterfolg zu haben. Und das war mir nicht so wichtig. Es war eher wichtig, meine Familie zu haben. In Deutschland kann man ein normales Leben als Opernsänger führen. Mhm. Das ist wirklich, ich habe ein Monatsgehalt wie ein Lehrer und ich bin engagiert an einem Opernhaus, das seit 30 Jahren. Und es ist ein anderes, man kann ein normales Leben führen in dem Sinne. Mhm. Du hast mir etwas mitgebracht. Mhm. Du hast mir ein Foto mitgebracht, das in keinen Rahmen gepasst hat. Magst du gerade mal darüber greifen? Ich komme da so schlecht dran. Einfach ist es da. Das bist du. Das bin ich. Gekleidet in Rot-Schwarz-Gold. Warum denn das? Was war denn das für eine Situation? Ein Texaner in Rot-Schwarz und Gold. Ich habe für DFB öfters Nationalhymne gesungen oder vor Jahren und war eingeladen. Und als Deutschland in dieser Europameisterschaft Endspiel gespielt hat in Wien, habe ich einen schönen E-Mail bekommen, Herr Gornt, wir wollten Sie als Nationalhymnensänger bei uns haben. Und ich habe dann gedacht, wie als Amerikaner darf ich das machen? Und es war einfach eine Ehre für mich, für Deutschland die Nationalhymne zu singen, vor allen Leuten bei dieser Europameisterschaft. Leider hat Deutschland verloren. Vielleicht deswegen singe ich nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, es wird nicht an dir gelegen haben. Eddie, dein Glaube ist eben zwischendurch immer mal wieder zum Vorschein gekommen. Dein Glaube an Gott, an Jesus Christus. Was bedeutet dir deine Beziehung zu Gott? Es ist ein Teil meines Seins. Das ist einfach, wenn ich merke das, wenn ich Probleme habe und wenn ich wirklich dann Gott anschreie, dann bekomme ich Antworten oder komme ich Türen auf, die ich nicht erwartet habe. Und das habe ich in meinem ganzen Leben erfahren. Und ich habe dann immer gesagt, ist es Zufall oder ist es wirklich Gottes Hand, der in einem wirkt? Und ich plädiere für Gottes Hand und nicht, dass es zufällig in diese 15, 16 Mal, wo ich wirklich geschrien habe oder gesagt, ich komme nicht weiter, dass er mir eine Tür aufgegeben oder eine Person mir zugestellt hat und mir den Weg weitergemacht hat oder weiter vorbereitet hat. Jetzt kommt deine erste Solo-CD raus, Eddie. Das ist ja toll. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Wieso hat das so lang gedauert? Frag die Plattenfirmen. Nein, es war keine Anlass, glaube ich. Ich habe viel zu tun und meine Frau hat viele CDs. Sie hat jetzt 12 veröffentlicht. Und das waren zwei verschiedene Welten sozusagen. Ich habe immer ein bisschen mitgesungen, aber es kam nie dazu. Mhm. Und jetzt plötzlich Gerd Medien fragt, hast du Lust? Und ich habe gesagt, oh, ja. Ja. Warum nicht? Ja, warum nicht? Ist das Neuland für dich? Oh, ich bin öfters im Studio jetzt mit diesen Duett-CDs. Mhm. Aber als Solo, ja, das ist ein bisschen Neuland. Das ist nur meine Stimme und nur, ja, ein bisschen interessant. Das heißt, da wirst du dann auch wieder viel beten zwischendrin. Das stimmt. Ich durfte schon mal reinhören in den einen oder anderen Track. Und was mich begeistert hat, war unter anderem auch die Musik, weil die so für mich sehr ungewöhnlich ganz anders war. Was sind das für Musiker, die du da im Studio hast? Das klingt für mich teilweise ganz groß, teilweise auch ganz klein. Ja, wir haben Florian Sitzmann macht die ganze Musikarrangements und ist und produziert die CD. Und er hat dann die Babelsberger Orchester geholt. Wir haben einen Tag in Berlin, in Potsdam Aufnahmen gemacht. Michael Koscherek als Gitarrist,
der Kosho. Und dann Florian spielt Keyboards und Flügel und ja, alles andere. Mhm. Und ja, sind tolle Musiker. Mhm. Ich freue mich. Was wünschst du dir für die CD? Dass es ehrlich klingt und dass die Leute die Emotion, die ich fühle, wenn ich singe, spüre. Wir werden jetzt gleich noch ein Video mit dir sehen. Du singst The Man I Am, mhm. Also eines der Lieder, die auch auf der CD sein mhm. werden. Was verbindest du persönlich mit diesem Lied? Der Mann, der ich bin, eigentlich auf Deutsch. Es ist einfach ein Lied über, was bedeutet zu singen und das Leben. Und auch wenn es bald fertig wird, ich bereue nichts, was ich gesungen habe. Und dass die Liebe, die meine Frau mir gegeben hat, hilft mir zu werden der Mann, der ich bin. Mhm. Und es ist ein Text von meiner Frau und die Musik ist von Florian Sitzmann, der Komponist, unser guter Freund und Produzent von der CD. Gut, dann gucken wir uns das Video jetzt gleich an. Ja. The Man I Am. Eddie, danke, dass du hier warst. Alles danke Gute dir. Gottes Segen für deine Solo-CD. Dankeschön. Danke. When I think back on all the dreams that I embraced when I was young, the living's never what it seems, it's the songs I have sung. And then I know my heart is filled, in fact it's much too full to hold. All of the life you helped to build, and the dreams turn to gold. If my song's about to end, I want you to know I won't regret a line I sang. And your love, a perfect blend, is helping me compose the man I am. The music that we face is much bigger than we are. Some songs will lead you to disgrace, others lead to a star. If my song's about to end, I want you to know I won't regret a line I sang. And your love still a perfect blend is helping me compose a man I am. A song within the man I am. If I could sing to pull the world asunder, or I could sing to call in clouds and thunder, the power to form a life, I choose to capture heaven. And your love still a perfect blend.